wie gestern versprochen, mal einen Blick in den Witwerstand, um mal zu gucken, wie so der Stand ist. Also zu den Witwern muss ich euch sagen, das war jetzt auch immer meine Methode, um wieder ein bisschen mehr Muskeln zu erreichen. Die Witwer haben jetzt seit ca. 14 Tage Freifluch. Was beachte ich bei dieser ganzen Angelegenheit? Ich muss dazu sagen, dass natürlich hier, ich wohne in einer waldreichen Gegend, der Habicht und der Sperber auch zu Hause sind. Aber wir haben hier natürlich auch noch sehr viele andere Vögel, Kormorane, Möwen, sehr viel Wildtauben, also Ringeltauben. Hier ist noch so richtig Bewegung. Wir haben hier wirklich noch allerhand Tiere, die sich hier bewegen. Das ist einmal auch bedingt durch den See. Das ist hier auch eine Gegend. Hier gibt es sogar ein Wolfsrudel. Aber ich habe die Tauben rausgelassen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich es gerne sehe, dass die Tauben eine gewisse Grundkondition haben. Bei mir wird das wie folgt gemacht. Ich habe die Erfahrung gesammelt über die letzten 30, 40 Jahre, dass die Tauben im Januar und im Februar weniger Habichtangriffe hatten als wie in den Monaten März und April. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber das ist so meine Erfahrungswerte. Ich habe also im Januar kaum und im Februar auch nicht, ob sie gerade zu dem Zeitpunkt die einheimischen Habichte, die hier sind, wieder zusammenhängen, kann ich nicht sagen. Deswegen nutze ich diese Zeit und lasse die Tiere raus. Was berücksichtige ich dabei? Ich treibe die Tauben nie aus der Schlacht. Die Tauben müssen selber entscheiden, ob sie frei fliegen wollen oder ob sie im Schlacht bleiben, weil ich die Erfahrung gesammelt habe, dass die Tiere, wenn sie nicht selbstständig aus dem Schlacht wollen, mit Sicherheit am Tage irgendwo schon mal den Habicht durchziehen sehen haben oder den Sperber und deswegen ein bisschen verschreckt sind und den Schlacht nicht verlassen. Und deswegen sage ich, gut, wenn die Tauben eben entscheiden, wir gehen jetzt nicht raus, wir sind in den Wintermonaten, dann wird der Schlacht wieder geschlossen. Aber in der Regel ist es so, wenn die Tauben eingeflogen sind, so wie diese jetzt, diese 11 Wintervögel, die nötige Kondition haben und auch nicht mehr zu fett sind, verlassen sie schon den Schlag und fliegen natürlich draußen auch mit einer hohen Schlagzahl bei den Flügelschlägen. Da sieht man, sie fliegen also richtig schnell und das lasse ich dann auch so gewähren. Ich treibe sie aber nicht hoch in der Luft und halte sie nicht stundenlang in der Luft. Wenn sie sich eben entscheiden, nach 10 Minuten wieder zu landen und den Schlag aufzusuchen, dann lasse ich sie gewähren. Also da habe ich nur absolut kein Problem. Die brauchen jetzt nicht in Hochform sein. Es geht eigentlich nur darum, diese Grundkondition zu erreichen. Und ein Effekt, den ich festgestellt habe über Jahre, ist zum Beispiel auch, dass die Tauben, wenn sie gesund sind, das ist natürlich die Voraussetzung, dann machen sie das so, wie ich es gerade erklärt habe. Aber das ist natürlich der Freiflug in den Wintermonaten bei der etwas kälteren Luft. Im Moment haben wir zwar hier hauptsächlich nasse Luft, gesundheitsfördernd für die Tauben. Man hat da nicht so viele Probleme mit den oberen Luftwegen. Ist ja doch immer sehr viel Staub im Taubenschlag. Und wenn die Tiere dann wirklich regelmäßig Freiflug haben, also ich sehe da kaum Probleme. Die Luftschlitze sind offen und die Kehlen sind auch nicht rot, sondern schön hell, rosa. Also von der Seite her eine positive Wirkung auf den Gesundheitszustand der Tauben. Ich weiß natürlich, dass das nicht jeder irgendwo so machen kann in seiner Region. Das muss jeder für sich selbst einschätzen. Aber ich denke mal, wenn man so einiges berücksichtigt, wir wissen natürlich, dass der Habicht und der Sperber verdeckt Jagd tut, hauptsächlich. So, und wenn man dann natürlich darauf achtet, wenn die Tauben runterkommt, dass man sie dann auch wirklich sofort in den Schlag holt, das ist eine Frage der Fütterung wiederum, dann kann man trotzdem recht gut mit den Tauben, wenn man sie im Winter freiflug gewährt, durchkommen. Das habe ich doch mal einen Hut und so, das passiert auch bei mir, vielleicht werden es auch ganz, werden es auch zwei. Aber insgesamt sind die Tauben jetzt im Monat Januar schon wieder perfekt vorbereitet für ihre Aufgaben. Da ich ja dieses Jahr nur keine Winterbrut mache und die Tauben also trocken gespielt werden, ist das natürlich für mich jetzt dieser Idealzustand. So, ich zeige euch so mal die Witwer. Ihr seht, sie sind alle sattelfest. Ich habe die jungen Vögel natürlich immer wieder ein bisschen bewegt.
dass sie dann auch ein bisschen was machen müssen. Also die Verteidigung der Zellen ist gut. Um sie noch ein bisschen zellfester zu machen, kann man dann natürlich auch mal eine Zelle aufmachen. Das mache ich dann auch ganz gerne mal. So, dann kann der Vogel da rein und kann dann mal, und damit fördert man natürlich auch die Zellenfestigkeit. So, ob das jetzt diese Dunkle sind, sie haben alle eine recht gute Verbindung zu mir und das muss auch sein. Der ist hier natürlich besonders. Da kommt man so schnell, der beißt, selbst wenn man ihn auf der Hand setzt, das ist ein Kämpfer, der sich hier nirgendwo wegschieben lässt. Also, um den zu beurteilen, da muss man schon Glück haben. Aber er ist eben so, da kommt nicht mal meine französische Bulldogge mit. Also ein Vogel, mit dem man recht gut arbeiten kann. Sein Bruder hier unten macht das auch. Er verteidigt seine Zelle. Das finde ich toll. Insgesamt, muss ich sagen, sind die Witwer alle sehr ruhig. Der Zustand ist sehr gut, sie glänzen und sind eigentlich von der Vorbereitung her, naja, mit dem, was ich jetzt in diesem Zeitraum machen konnte, da ich ja selber nicht so fit war, wie meine Tauben das jetzt sind, denke ich mal, ist das schon soweit recht in Ordnung. Ja, das ist der erste Eindruck von meinen D-Serien 11 Witwer. Und nun schauen wir mal, wie wir dann jetzt soweit durchstehen. Also die erste Anpaarung wird dann erfolgen, ich denke mal, wenn es alles gut geht, Mitte Februar. Und ich werde noch ein zweites Mal anpaaren. Das wird dann Ende April sein. Und hier oben sieht man dann schön, der Vogel ist jetzt drin. Einmal die Hand dahin. Dann steht er natürlich schon wieder parat, um seine Zelle zu verteidigen. So, dann kann man denn... immer mal machen, dann gehen wir mal zum anderen und macht da auch mal auf, so dass sie das da hinten mal wieder kennenlernen. Das wird dann auch gerne angenommen und so schafft man auch ein Vertrauensverhältnis zu seinen Tauben. Naja, und ich denke, das ist mit einer Voraussetzung, und dann im nächsten Jahr oder in diesem Jahr wieder erfolgreich zu sein. Tschüss!